Heute ein kleines Review zu dem einfachen Buckler von Ulfbert. Der Buckler hat einen Durchmesser von 30 cm. Er besteht aus 2 mm dickem Stahl und ist somit gut für Schaukampf geeignet. Auf der Rückseite des Bucklers sehen wir den Griff. Dieser ist mit Leder umwickelt und bietet somit guten Halt für die bloßen Hände oder auch für Handschuhe. Der Buckler hält einiges aus. Hier sieht man die 4 Nieten, mit denen der Griff befestigt ist. Auf der Vorderseite ist der Schmiedestempel von Ulfbert eingeprägt. Der Buckler hat ein Gewicht von 2 Kilo und kostet ca. 35 Euro. Der Buckler wird auch Faustschild genannt. Gerne wird er in der Kombination mit einem einhändigen Schwert, einem Degen oder einem Dolch getragen. Er wurde nicht nur als defensive, sondern auch als offensive Waffe getragen, zur Selbstverteidigung oder als Beiwaffe im Krieg. Buckler konnten Durchmesser von 20 bis 50 cm haben und zwischen 800 Gramm oder 2 Kilo wiegen. Der Ulfbert Buckler bietet die Möglichkeit, während dem Kampf in der Hand mit dem Buckler einen Dolch zu führen. Mir persönlich liegt viel Wert an meinen Fingern bzw. an meinen Händen, darum ist es für mich auch wichtig, dass ich den Buckler auch mit meinen Handschuhen führen kann. Und auch den Dolch wieder tragen. Dann sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Für mich ist der Besitz dieses Bucklers ein Vollerfolg, auch wenn er 2 Kilo wiegt, lässt er sich sehr gut führen und bietet ausreichend Schutz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und jetzt könnt ihr hier noch auf weitere Videos klicken oder meinen Kanal abonnieren. Auf Wiedersehen!